Auf Amerika, Kapitel 30. Meine Sprache ist keine Seiler-Vatersprache und keine Seiler-Muttersprache, sondern eine Lammermuttersprache. Und in der Sprache, die also nicht die Sprache meiner Eltern ist, sagt man auf Amerika. Einer geht auf Amerika. Der Bauer Sixt aus Kleineisenbach ist mit seiner Familie auf Amerika gegangen. Man hat, heißt es, von ihm nie mehr was gehört. Auch wenn man von Hausen nach Oberhausen hinaufgeht, sagt man, man geht auf Oberhausen. Das sagt man aber nicht, weil man nach Oberhausen den Berg hinaufgehen muss, sondern weil man halt sagt, dass man auf Oberhausen geht. Wenn man ins Moos hinunter nach Niederhausen geht, sagt man auch, dass man auf Niederhausen geht. Und die Pilger gehen auf Rom hinunter, weil Rom auf der Landkarte unten ist. Und wer zum Oktoberfest geht, geht auf München hinein. Und nach Regensburg geht man auf Regensburg hinauf. Und wer nach Amerika hinübergeht, der geht auf Amerika. So sagt man das halt bei uns. Und man sagt geht, auch wenn man fährt oder fliegt oder mit dem Schiff hinkommt. Meine Sprache ist eine Lammermuttersprache. Mein Vater, obwohl er sich darum bemüht, und meine Mutter, die solche Bemühungen grundsätzlich ablehnen, lernen meine Muttersprache nie. Wir wollen über diesen Roman auf Amerika sprechen und Sie hatten vorgeschlagen zu lesen und haben genau diese Szene ausgewählt. Wieso? Weil sie den Titel erklärt. Mhm. Ganz einfach. Ja. Aber es ist ja auch insofern ganz wichtig für den Roman, weil es um die Sprache geht. Es ist nicht die Familiensprache, die der Erzähler spricht, sondern die Lammermuttersprache. Können Sie das noch etwas erklären? Ich bin ein Flüchtlingskind, bin mit 2 Jahren aufs bayerische Dorf gekommen, mit 2 Geschwistern aufgewachsen, die hier nicht vorkommen. Hier schreibe ich ein Einzelkind, um ein bisschen vom Autobiografischen wegzukommen. Und wir wurden einquartiert im Lammerhof, einem Bauernhof. Und diese Leute waren unglaublich nett zu uns. Meine Eltern waren Papi und Mami und das waren Vater und Mutter. Oder Vater und Mutter, wie man im Bayerischen sagt. Und ich bin praktisch auf dem Hof aufgewachsen. Ich lag in einem kleinen Kinderwagen unterm Apfelbaum und die Tauben haben auf mich geschissen. Und ich habe also den ganzen Geruch bis zu meinem 10. Lebensjahr im Hof gelebt. Und mehr hatte mehr mit diesen Leuten zu tun als mit meinen Eltern. Mein Vater war Westfale, meine Mutter Berlinerin. Und es war dann so, dass wir am Küchentisch saßen, die Familie. Wenn ich mit meinen Geschwistern gesprochen habe, habe ich bayerisch gesprochen, mit meinen Eltern Hochdeutsch. Es gibt eine korrespondierte Szene, das ist das Schreiben lernen, die Häkelstöckchen, die der Erzähler lernen muss, mit denen er sich herumschlägt. Ist dieses sich auch ein bisschen herumschlagen mit 2 Sprachen, mit dem Schreiben lernen, fundamental dafür, dass man dann auch so ein Gehör, so ein Gespür entwickelt und der Erzähler ist ja auch derjenige, der zuhört, die Geschichten der anderen sammelt. Ist so eine Diskrepanz fundamental, um ein Erzähler zu werden? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, um Erzähler zu werden, ist das frühe Beobachten solcher Dinge wichtig. Ich konnte mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen, dass ich jemals Hochdeutsch schreiben könnte. Also, dass Erzählungen schreiben könnte oder sowas. Meine ersten Sachen, ich habe bayerische Gedichte geschrieben oder bayerische Stücke. Ich habe beim Bayerischen Rundfunk dann für eine Unterhaltungssendung Dialektsachen geschrieben. Und dann habe ich ein... Und ich bin ja dann Fernsehspielautor geworden. Gleich nach dem Studium oder das Studium abgebrochen wurde, dann Drehbuchautor und mein erster Roman spielte in diesem bayerischen Dorf auch. Mein erstes Drehbuch, mein erster Film, den Peter Bouvet gemacht hat. Und da sprechen die Leute alle bayerischen Dialekt in dem Film. Und mein zweites Drehbuch, Stadt im Tal, das ich dem WDR anbot, hat der WDR genommen und ich weiß noch, Günter Rohrbach saß mir dann im WDR gegenüber und sagte, ja, wir haben ja jetzt diesen Film gesehen, Ihren ersten, aber können Sie denn auch Hochdeutsch schreiben? Dann habe ich gesagt, dann habe ich versucht, ganz stark meinen Dialekt zu unterdrücken, meinen Akzent. Da habe ich gesagt, mein Vater ist Westfale, meine Mutter Berlinerin, reicht das? Da sagt er, ja. Und dann kam ich dazu, zum ersten Mal überhaupt Hochdeutsch zu schreiben. Mhm. Hat das was verändert?
Ja, mit dem Lesen und mit, wenn man liest und so, es hat schon was verändert. Ich würde nach wie vor sagen, und darum schreibe ich ja zum Teil auch mit so einer bayerischen Syntax. Das hat ja Tradition von Oskar Maria Graf und Thoma und so. Auch beim Feuchtwanger ist das teilweise zu sehen. Man kann im Dialekt viele Dinge einfach besser ausdrücken als im Hochdeutschen. Oder man muss im Hochdeutschen viel mehr Dinge suchen, wo man im Dialekt einfach schon mit einem Begriff oder einem Satz mehr sagt als in einem ganzen Absatz Hochdeutsch. Also insofern hat es was verändert. Das sind schon zwei Welten. Ist es auch, weil es ja auch die Geschichten dieser Menschen sind, die erzählt werden und für die dann diese Grammatik, diese Syntax auch die richtige ist? Denn es sind ja auch alles, das ist ja ein Universum aus Geschichten, was in auf Amerika erzählt wird. Die Figuren sind Geschichtenerzähler. Der Vater ist der größte Aufschneider, der erzählt, dass er die ganze Welt bereist habe, was überhaupt nicht stimmt. Ist es insofern auch ein Roman über das Geschichtenerzählen? Ja, kann man schon so sagen, ja. Weil auch in der fast Sprachlosigkeit des Veit, der Hauptfigur neben dem Erzähler, er ist ja auch ein Geschichtenerzähler. Er lügt, er lügt den Jungen an mit dem Geburtstag. Er erzählt eine Geschichte, ohne etwas zu erzählen, indem er nämlich nichts erzählt. Mhm. Und so entsteht die Geschichte, der Veit war vielleicht in Amerika. Mhm. Er sagt einfach nichts. Also man kann eine Geschichte erzählen, indem man einfach schweigt. Also auch er erzählt Geschichte, wenn man so will. Ja, und auch aus dem Gerücht entsteht ja die Geschichte, aus dem Spekulieren darüber, was hätte geschehen sein können. Ja. Der Veit ist sowieso, scheint mir, die spannendste Figur. Er ist der Knecht des Wirtes, er ist der Freund des Erzählers, fast eine Art Schutzengel, zu dem er immer flieht, wenn wieder irgendwas geschehen ist, was ihn verletzt hat, was er nicht versteht. Er ist derjenige, der keine Herkunft hat, der behauptet hat, er hätte vergessen, wo er herkommt, der keine Familie und erstmal auch kein Grab hat, fast eine Art mythischer Figur. Und deswegen schien mir, dass er in diesem ganzen Ensemble von Charakteren fast derjenige sein könnte, der völlig frei erfunden ist. Ist das so? Nein. Nein? die Figur ist von mir stärker ausgestattet. Aber es gab diesen Wirtsknecht, diesen letzten Knecht unseres Dorfes, den gab es. Der hatte diese Weisheiten, der hat die Sensen gedengelt und der hat mich fasziniert als Kind. Ich habe den natürlich zu einer Figur gemacht, die er so nicht war. Also es ist schon auch zum Teil eine Kunstfigur, die ich als Katalysator brauchte für alle anderen, die irgendwie festgelegt sind, in ihre Tradition, in ihr Dorf und so einen zu haben, der ein Geheimnis hat. Alles andere liegt ja offen. Ja. Der eine war Nazi und der andere war keiner und der war so und der hat die betrogen und der hat dir ein Kind gekriegt vom Ami und so weiter. Alles liegt so flach da und er ist das Geheimnis. Das braucht man für einen Roman. Und er ist ja eigentlich das innerste Prinzip der Geschichte. Er hat all die Toten gekannt, die am Anfang aufgelistet werden, die Toten des Krieges. Und er hat die Lebenden erkannt, wenn man so sagen möchte. Er hat sie ja, kann ich sagen, ausgetrickst, aber er hat verstanden, wie sie funktionieren, wie sie denken, wie sie leben. Ja, und er hat sich bei ihnen einrichten können. Er hat sich Freiheiten gelassen. Und dann im hohen Alter auch noch, indem er der Hoffnung nicht widersprochen hat, es könnte noch ein Erbe da sein. Und man hat ihm doch ein besseres Leben gemacht, als man es gemacht hätte, als man ihn nicht mehr brauchte. Und das war übrigens bei der Vorlagefigur auch so, dass der Verdacht war, also das hatte mit Amerika nichts zu tun, aber dass der Verdacht war, weil er mal 14 Tage weg war, weil er einen Brief bekommen hatte, dass er eine Tante beerbt hatte. Und die Wirtsleute dort haben ihn dann das immer gut gehen lassen, auch als 80-Jährigen noch, als mit 82 oder was gestorben, weil sie irgendwie die Hoffnung hatten, aber es war nichts da. Er hat auch unterm Bett nichts. Aber ein Grab hat er zumindest zuletzt bekommen, zumindest hier in dem Roman. Das Grab hat er bekommen vom Burschenverein des Dorfes, wo ein Martal
im alten Stil gemacht ist und da steht hier Ruth Fürholzens letzter Knecht. Fürholz ist der Ort, wo ich herkomme. Mhm. Dieses Amerika, das ist ja ein Sehnsuchtsort, wie Sie gerade sagten, es könnte jemand zu Geld gekommen sein, es könnte jemand ein Erbe angetreten haben, aber zugleich gab es ja die Realität der Amerikaner, was Sie eben auch sagten, die Ami-Kinder, die Ami-Banker, wie es hier heißt, vielleicht auch ein bisschen die Furcht vor den Schwarzen, den Negern, wie es hier heißt. Das war damals so, das war so ein großes Sehnsuchtsmoment, dieses Amerika? Das ist das ist schon durch die Amerikaner, weil die Amerikaner waren ja nicht nur, die sind ja nicht nur mit den Panzern durch die Felder gefahren und so, die kamen auch in die Schule, die haben uns Kakao gebracht und die haben Sachen und die haben uns Kaugummi gegeben und die haben die Zigaretten gegeben, also wir hatten ja ein Verhältnis zu denen. Mhm. Und zur gleichen Zeit haben wir Karl May gelesen. Mhm. Und so eine Vorstellung von Amerika bekommen. Was ist, sind diese Amerikaner, die hier als Befreier herkommen und so, die nicht nur böse sind. Mhm. Und wieso sind in Amerika Neger, die sind eigentlich in Afrika, wo mein Vater war. Mhm. Er war in Afrika, hat von den Negern erzählt. Man hat Neger gesagt damals. Mhm. Mhm. Also noch 61 bei einer Reportage bei Kennedys Intronisation als Präsident hat der deutsche Kommentator gesagt, er hat auch einen Neger in deinem Parlament. Mhm. Und der Neger war für uns der Sarotimo, mhm, der als Figur im Kramladen stand. Ne? Und es gab die Ami und die Neger. Mhm. So wie die Lammermutter zu meinem Vater rauflief und sagt, Schröder, da unten stehen zwei Ami und der Neger. Mhm. Also das Amerika war für uns Kinder schon, naja, und dann kam die Jeans und dann kam die Musik, mhm, und dann kam natürlich, Amerika hat ganz früh schon der Sehnsuchtsort. Im Roman wird der Erzähler auch das Invasionsbaby genannt. Und das ist auch eine von diesen zahlreichen schönen Geschichten. Invasion Baby. Invasion Baby, genau. Ja, klar. Genau. Von den Amis, ja. Ja, ja. Und er stellt sich vor, dass er in ganz vielen Fotoalben in Amerika in den Familien der Soldaten kleben würde. So. Und die Fotografie spielt ja eine ganz große Rolle für den Roman. Der Roman ist eigentlich auch fast wie ein Fotoalbum selber. Die großartigen Porträts dieser Dorfbewohner, des Hochzeitsmachers, der Lammermutter, der Priester. Zugleich gab es aber damals natürlich viel weniger Bilder, Fotografien. Es wird gesagt, vom Veit gab es kein Foto, also hätte er auch keine Kennkarte haben können und vielleicht nie nach Amerika gehen können. Die Mutter wiederum erschafft sich ihre eigene Welt mit den Fotografien. Also keine Menschen fotografiert. Genau, genau. Sie fotografiert die Menschen, die mag. Ja. Ja. Mit Alpha-Box. Mhm. Und es wird auch gesagt, dass der Erzähler am Ende nach 30 Jahren oder zum 30-jährigen Abi-Treffen zurückgeht in den Ort, ihm ziehen die Bilder der Kindheit wie Schwarz-Weiß-Fotografien vor dem Auge vorbei. War das so ein Initiationsmoment, diesen Roman zu schreiben, eine Art Bildergalerie? Nicht bewusst. Mhm. Eigentlich nicht bewusst, dass das so entstanden. Weiß ich gar nicht. Also das mit der Fotografie, das kam erst dadurch, dass ich dachte, kann der überhaupt weg gewesen sein? Ist der überhaupt fotografiert worden? Sicher ist unser Wirtsknecht nicht fotografiert worden. Doch, es gibt ein Foto. Aber nicht für ein Passfoto oder sowas. Mhm. Und da kam mir das dann, und dann kam ich mit dieser Mutter, meine Mutter hat mit der Alpha, die hat auch uns fotografiert, die Bilder. Also das ist auch dann erfunden, dass diese Mutter nur Natur und keine Menschen fotografiert. Und auch nur kleinere Tiere, große, vor denen hat es Angst gehabt. Nee, das ist so, sowas entsteht beim Schreiben. Mhm. Dass dann plötzlich, dass man dann immer wieder an seine Bilder denkt und Bilder entstehen. Ich glaube, diese beiden Träume, wie er das haben mit dem Amerika. Bildliche Vorstellung, wie seine Vorstellung ist, wie das da ist in Chicago. Mhm. Ja. Ist das auch ein Moment, wo der Romancier Bernd Schröder mit dem Drehbuchautor zusammenarbeitet? Denken Sie bildlicher oder sind das zwei Sachen, die völlig separat funktionieren? Also man also anfangs, als ich bis 92, 20 Jahre lang Drehbücher geschrieben und dann habe ich meinen ersten Roman 93 veröffentlicht
Und in der ersten Kritik stand, es filmisch erzählt, man merkt, dass er vom Film kommt, vom Drehbuch schreiben kommt. Das kam auch immer wieder. Und ich habe ja jetzt das umgedreht. Ich habe jetzt zwei Drehbücher geschrieben, eins über die Madonnina, ein Roman von mir, und jetzt für Alte Liebe, was ich mit der Geilenrecht zusammen geschrieben habe, das Buch. Da habe ich jetzt wieder ein Drehbuch geschrieben. Und da merke ich eigentlich, jetzt merke ich eigentlich erst richtig, wo der Unterschied ist, was der Roman ist und was, also gerade bei der Alten Liebe jetzt, was im Film mehr möglich ist und weniger möglich ist. Das war mir damals nicht so bewusst. Ich hatte keine Lust mehr, Drehbücher zu schreiben, weil es wäre immer mehr in Auftragsarbeiten übergegangen und nicht mehr mit den eigenen Sachen. Und dann habe ich mich nach Italien zurückgezogen, ein paar Monate, und einen Roman geschrieben. Ich habe gesagt, wenn das funktioniert, dann bin ich Romanautor und nicht mehr Drehbuchautor. Nur jetzt bin ich gerade mal rückfällig geworden, aber es sind doch Ausnahmen. Es gibt ja auch diese Szene, wo der Junge den Hühnerstall baut. Das ist ja auch eine ganz eindrückliche Vater-Sohn-Szene, weil der Vater sich verdrückt und am Ende den Sohn großartig lobt und er hätte es fast nicht besser machen können. Diese Vater-Sohn-Beziehung ist eine ganz intensive. Der Vater selber ist ein Großmaul, der vom Geld der Großmutter lebt, der ungeliebten Berliner. Aber zuletzt wird er doch noch zu einem Helden im Kampf gegen den geplanten Großflughafen. Und man hat das Gefühl, so sehr der Sohn ihm fremd war, er dem Sohn fremd war, am Ende hat es fast einen Ton von Vergebung und Versöhnung in dieser Vater-Sohn-Geschichte. Ist das so? Ja, weil der Sohn natürlich auch weiß, man weiß ja, so ein Vater, der hat ja auch seine Geschichte. In der Nazi-Zeit, im Krieg, was haben sie erlebt, was haben sie gemacht, was haben sie getan. Und der hat ja sowieso also diese Großsprecherei und so, dieses sich wichtig machen und so vor den Bauern und so, das ist ja auch was Lächerliches ein bisschen. Aber er ist von Saulus zum Paulus geworden. Er war ein Nazi und jetzt ist er engagiert er sich gegen etwas, was die CSU hinstellen will. Also, mein Vater war das, aber die Figur im Roman ist eine Mischung aus meinem Vater und zwei Onkeln. Mhm. Mein Vater war in Afrika vor dem Krieg, ist dort in die NSDAP eingetreten, um so recht zu wissen, wie und was. Kam zurück, hat geheiratet, kam sofort in den Krieg, ist 1939. Und kam dann aus dem Krieg zurück, ziemlich deprimiert auf diesem bayerischen Dorf und hat versucht, sich irgendwie mit Geschäften klarzukommen. Also dass es soweit ist, dass die Figur auch im Roman. Mein Vater war nicht dieser Großsprecher, das war eigentlich ein Onkel von mir, der so diese heldenhaften Geschichten, und er hat die ganze Welt bereist und dann den ganzen Kram. Und das passte mir besser zu dieser Figur, als Kontrast dem auch, wo der Junge sich einen anderen sucht, eben diesen Veit sucht und sagt, also der Veit, was der sagt, das muss man glauben, nicht was der Lehrer und der Vater sagen. Schön fand ich auch, dass der Vater ja an einer Stelle sagt, sein Leben sei ein Roman gewesen und wenn er die Zeit dazu hätte, würde er ihn schreiben. Und mir scheint, genau das macht der Sohn, das macht der Erzähler. Er erzählt auch den Roman des Lebens. Und das ist ja typisch für den Vater, der sagt nicht, wenn ich schreiben könnte, würde ich mein Ding aufschreiben, sondern wenn ich Zeit hätte. Ja. Ja. Weil wenn er Zeit hätte, könnte er natürlich den Hühnerstall noch viel besser bauen. Mhm. Er kann das nicht. Mhm. Er kennt nicht mal den Trick mit dem Nagel. Ja, wie man damit das Holz nicht spaltet. Also wie man den Nagel so reinhaut, dass das Holz nicht gespalten ist. Ja, man dreht den Nagel um und macht einen kleinen Hammerschlag auf die Spitze. Dadurch wird sie etwas flacher und sprengt nicht das Holz. Mhm. Sie mit 4 Jahren. Mein Vater hat es in dem Plan nicht gelernt. Ja. Dieser Flughafenbau, der für den Vater so wichtig wird, für sein Verhältnis zu dem Erzähler, aber der ist auch für den Roman insofern wichtig, als bei vielen der Geschichten, die erzählt werden, man nicht weiß, ob sie wahr oder falsch sind, und es ist letztlich auch egal. Aber es gibt zwei Geschichten, wo im Roman sehr deutlich
unterstrichen wird, dass sie wahr sind. Nämlich jene des bayerischen Wirtschaftsministers zu der Zeit, der die Leute im Dorf über den Tisch gezogen hat bei dem Flughafenbau und der einen Polen überfahren hat. Und bei dem Quizmaster, der seine jüdischen Wurzeln verleugnet und auch verleugnet, dass er in dem Dorf versteckt war. War Ihnen das wichtig, dass diese beiden Momente wirklich als wahre Momente gekennzeichnet sind? Ja, die habe ich ganz bewusst, also ich habe nur die Namen nicht hingeschrieben. Mhm. Also zumindest die meisten Menschen wissen es, wie die Namen, wer es sind. Mhm. Ich kann es jetzt auch sagen, der eine ist der Wiesheu und der andere ist der Robert Lemke. Mhm. Mhm. Und Robert Lemke hat tatsächlich bei uns auf dem Dorf sich bei diesem Lammerhof versteckt, weil er Halbjude war. Und Lemke wollte als Junge eigentlich ein strammer Nazi-Junge sein. Und dann kam heraus, dass er Halbjude war. Der hat gelitten darunter, dass er Jude war. Mhm. Der wollte auch nach dem Krieg damit nichts zu tun haben. Und darum wollte er mit der Geschichte nichts zu tun haben. Und ich habe ihn tatsächlich dann mal von meinem Studio, Fernsehstudio, darauf angesprochen. Und dann hat er gesagt, er weiß nichts von diesem Ort, er kennt das nicht. Und also die Geschichte ist eins zu eins, so wie ich sie geschrieben habe. Mhm. Ja, so schön wie das, ja. Mhm. Der heißt genauso wie mein Vater. Mein Vater hieß Robert. Mhm. Und hier heißen denn beide dann denselben Namen auch wieder. Mhm. Und ja, die Wiesel-Geschichte, die ist auch, die war so auch, was ich erzähle mit den Blinden und so. Mhm. Das ist so passiert. Mhm. Und da kann auch nicht klagen dagegen. Mhm. Er hat den Tod gefahren und wurde eingepackt in der Seidel-Stiftung. Mhm. Und wurde damit Minister, weil er die Leute betrogen hat mit dem Flughafen. Mhm. Also stimmt alles. Mhm. Mhm. Was ich auch sehr schön finde, dass es gibt glückliche Menschen in diesem Roman. Einerseits ist es ja auch fast ein düsterer Roman, ein Roman der Toten. Die Menschen sind sich nicht gut, sie sind nicht immer gut zueinander in diesem Buch. Es gibt Lügen, es gibt die Gerüchte, es gibt die Verdächtigungen, es wird viel vom Sterben geredet, es gibt die Toten des Krieges, es gibt die Depperten und Verrückten, die eben einen Teil ihres Verstandes im Krieg gelassen haben. War das die Nachkriegszeit, die so düster war, oder ist es die Dorfgemeinschaft, die so archaisch ist? Also, ich habe diese Diskussion oft mit Leuten, die nicht auf dem Dorf aufgewachsen sind, von meiner Generation, die anders aufgewachsen sind, die in ihrem Leben nie, zum Beispiel nie einen Toten gesehen haben oder einen Sterbenden. Oder so. Mhm. Ich musste als Kind, das gar nicht in dem Sinne zu verstehen. Die Leute, die Bauern waren auf dem Feld, die Ernte gemacht, der Bauer ist gestorben, der lag in der Kammer, lag im Sterben. Da mussten wir uns lebend hinsetzen, mein Freund und ich, und gucken, wenn er tot ist, ob er tot ist, und wenn er tot ist, aufs Feld gehen und dann der Bauer ist tot. Und dann zur Kirche gehen und den Totengrupper läuten und zum Pfarrer gehen und sagen, der Bauer ist tot. So haben wir Menschen sterben sehen. Ich hab, und haben ein völlig natürliches Verhältnis dazu gehabt. Das habe ich heute noch. Also anders als andere vielleicht. Also ist dieses, es wird gestorben auf dem Dorf. Mhm. Und dann die Nachkriegszeit war natürlich auch dadurch noch, dass fast bei jedem Hof zwei oder drei Männer im Krieg geblieben sind, junge Männer. Dass es zig Witwen gab. Dann haben wir gesehen, die zurückkamen mit einem Bein oder halben Hirn. Und das haben wir alles mitgekriegt. Mhm. Und das hatte für uns aber auch immer eine komische Variante, die ich hoffe auch rauskommt. Mhm. Also wir haben zum Beispiel den Bauern, wenn der sich nicht gerührt hat, dann haben wir den anderen noch ein bisschen getippt. Zuckte der Mörder nicht noch. Mhm. Und dann hat er Geschichten, hat er Quatsch gemacht in dieser Bude und so. Mhm. Und wenn er tot war, muss man das Fenster aufmachen. Das war Tradition, damit die Seele rauskam. Ja. Mhm. Mhm. Das war eine Tradition gewesen. Also es war, das Dorf war in den Anfängen noch. Also ich habe noch auf dem Ackergau gesessen und musste vorfahren. Ich habe da so ein Foto. Ja, das können wir gleich dann noch zeigen. Ja. Das Dorf hatte noch eine Struktur wie
50 Jahre vorher auch. Mhm. Und dann kam mit den 50er, 60er Jahren, mit den ersten Traktoren und so weiter, ging das, also innerhalb von 10 Jahren hat sich das Dorf mehr verändert als vorher 100 Jahre lang. Mhm. Andererseits gab es diese Nazi-Zeit. In Dachau wurde ein KZ hingestellt, ein paar von den Bauernsöhnen haben dort gearbeitet, haben sich nicht mehr Geld verdient, indem sie die Pläne gebaut haben. Man wusste das. Die Bäuerin hat gesagt, wenn sie da welche verbrannt haben, dann hat es gerochen, weil es 15 Kilometer weg war. Alles das kriegt man als Kinder mit, wurde darüber geredet. Und ich habe trotzdem keine, also nicht das Gefühl, eine düstere Kindheit gehabt zu haben. Ich sage immer, ich habe eine glückliche Kindheit gehabt auf dem Dorf. Schöne. Das gehört alles dazu. Die Lügen, die Verdächtigungen, die Dorfhure, zu der die Männer gingen, das gehört alles dazu. Der Roman ist ja auch eine Art Schelmenroman, so kommt es mir vor. Er hat unglaublich lustige Szenen, hat humorvolle Szenen. Er endet mit diesem Ausruf, Veit, du Lügner, du, weil der Veit eben geschwindelt hat über das Geburtsdatum. Und es gibt diese glücklichen Menschen, dass der Veit ein glücklicher Mensch war. Hm. Sind Sie ein glücklicher Mensch? Ja, meistens. Hab schon das Gefühl, ja. Mhm. Werde jetzt 70 und bin gesund und habe vielleicht einige Fehler im Leben gemacht. Also ich bin jetzt nicht so mit, der sagt, ich habe immer alles richtig. Es war alles richtig. Mhm. Also Beziehungen waren richtig oder wie auch immer. Aber wenn ich jetzt sterbenskrank wäre, könnte ich sagen, also ich habe nichts versäumt, ich muss jetzt nicht was wieder gut machen, was aufräumen oder so. Aber soweit wollte ich eigentlich für mich gar nicht erzählen. Mhm.